Hallo und willkommen. Ihr könnt uns jetzt vielleicht sehen und hören. Wir sind live aus dem Dock 18 in Zürich heute mit unserer Sendung mit irgendwas. Freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich stehe hier schon an den Turntables, wo später dann Susie Bolt spielen werden, heute Abend live. Und zum Ablauf des heutigen Abends, jetzt von 19 bis 20 Uhr, senden wir die Sendung mit Godot. Godot ist in Berlin, er ist Künstler, Musiker und wird heute für uns einige Tracks spielen. Wir werden ein bisschen plaudern. Es ist heute eine sehr improvisierte Geschichte, denn die Sendung mit Arsch, die findet nächste Woche statt. Wir suchen heute unten eingeblendet Beiträge für die Sendung mit Arsch, die nächste Woche am Freitag live aufgeführt wird, also auch wieder hier aus dem Dock 18. Und ihr könnt jetzt noch mitmachen. Ich gehe jetzt mal rüber zum anderen Computer und werde dort ein Video abspielen. Ich werde vorher noch mal was erklären, aber ich muss jetzt schnell den Computer wechseln. Also, ich wünsche uns einen schönen Abend. Um 20 Uhr geht es weiter mit der audioviralen Impfung von LabCorp. Ihr seid vorbereitet. Und dann danach ab 20.30 Uhr, zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, spielen Susie Bolt hier live. Und wir werden dann den Kanal wechseln. Wahrscheinlich auf Twitch, aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Ja? So, also seid vorbereitet. Bleibt dran, lasst den Computer immer eingeschalten. Wir werden dazwischen einfach euch laut aufwecken, falls ihr irgendwo dazwischen in der Küche oder im Homeoffice verschollen seid. Und euch wieder ranholen. Schließt die Anlage an eure Boxen. Lasst es dröhnen nach draußen in die weite Welt. Godot Krull ist heute bei uns zu Gast. Wir sind hier im Dock 18 bei der Sendung mit irgendwas und nach nur 3 Sendungen mit irgendwas haben wir schon eine Einladung bekommen und zwar von Kurator Vasilis Vasiliades zur Biennale von Zypern. Jetzt mussten wir uns natürlich fragen, ja okay, Biennale von Zypern, was machen wir da eigentlich? Und was uns spontan eingefallen ist, also ganz spontan, erste Idee ist immer die beste, wir machen eine Sendung mit Arsch. Und hängt natürlich auch zusammen mit unserem Alter. Man könnte meinen, es wäre so eine postpubertäre Analfixiertheit. Ja, aber natürlich, lasst euch überraschen. Wir senden nächste Woche am Freitag den, was weiß ich, 29. Mai, würde ich mal sagen, ja, Freitagabend auf Zack Boom online. Und richtig cool ist, dass ihr noch mitmachen könnt. Und zwar haben wir etwas vorbereitet, nämlich wir suchen Kuratoren. Wir suchen Arschkuratoren, die zu Hause eine Arschgalerie haben. Was ist eine Arschgalerie? Eine Arschgalerie ist eine Toilette, ein Klosett. Ja. Zum Beispiel WC oder so, je nachdem, hat verschiedene Namen dafür. Wir suchen Besitzer von Toiletten und bitte schickt uns ein Video, 100 Sekunden, ein Video, wo ihr durch eure Arschgalerie führt und uns die herausragendsten Kunstwerke dieser Arschgalerie präsentiert. 100 Sekunden, nicht mehr, nicht weniger. Ihr könnt angezogen sein oder nackt, ist egal. Wir suchen Kuratoren, die in ihrer Arschgalerie filmen und uns ihre Werke, die ihr dort ja wahrscheinlich zahlreich aufgehängt habt, zeigt. Wir haben ein Beispiel. Und zwar der Reto hat uns eine Führung gemacht. Er hat aber dort keine Kunst hängen. Da kommen wir noch später dazu. Also zu Hause bei Reto Schleppi in seiner Arschgalerie. Wir sind jetzt hier in der Arschgalerie. Und es ist sehr eng hier. Also ich weiß nicht, ob du das siehst, aber es ist nur gerade eine Armlänge breit. Also ich habe jetzt hier den Rücken an und dann ist da schon, kannst du klopfen, oder? Und das ist eben sehr effizient. Also das ist
ist da mit Bürsteli, hat kein Kübel, nichts. Ein Klappfenster noch für die Düfte und so, kein elektrischer Motor. Die Heizung ist abgeschaltet das ganze Jahr, also schön kühler Wind. Es gibt selbstverständlich nur Kaltwasser und eine Handseife, keine Flüssigseife oder so. Und ein ganzes altes Tüchli. Das ist sehr effizient. Also da innen. Und wenn da das Fenster offen ist, dann ist das so arschkalt da innen. Das ist das effizienteste Arschgalerie, die ich kenne. Übrigens original alte Posttoilette. Also das war für die Mitarbeiter, wenn es effizient. Also das war die Arschgalerie von Reto Schleppi. Wie gesagt, also da hängen noch keine Kunstwerke. Deswegen suchen wir auch Künstler. Wir suchen Künstler, die exklusiv für Arschgalerien produzieren. Und deswegen alle Künstler zu Hause, die jetzt ein Arschkunstwerk produziert haben, schon irgendwie es nicht verkaufen können oder irgendwie ein Kunstwerk, das einfach so rumsteht. Manchmal ist das so bei Künstlern, ja, dass man irgendwie viel zu viele Werke produziert und dann stehen die so im Wege rum und die will man loswerden. Also schickt uns die als Video. Schickt uns die als Video. Unten die Adresse, wo ihr alle Videos hochladen könnt. Auch wieder 100 Sekunden euer Arschkunstwerk. Wir suchen, und das ist dann das Dritte, nämlich wir suchen auch Literaten. Wir suchen Literaten, die sich befähigt fühlen, die Welt mit ihren Ergüssen zu ergötzen. Alles natürlich für die Zypern-Biennale. Und wir suchen Lesungen aus der Arschgalerie. In einer Galerie kann man natürlich nicht nur Kunstwerke ausstellen, kann auch Lesungen machen. Deswegen setzt euch hin, macht euer Geschäft und lest ein Buch, das gerade zufällig rumliegt, ja, oder nehmt ganz bewusst eines mit. Ich habe ja zum Beispiel René Descartes oder irgend sowas. Ja. Also lest einfach in eurer Toilette. Und dann haben wir noch einen Aufruf, nämlich was suchen wir noch? Die Kuratoren, die Literaten, die Künstler und dann suchen wir noch für unseren Jingle, den wir noch produzieren müssen, wir suchen noch einen Arsch. Wir suchen einen Arsch, also einen als Hintergrund, ja, also für da hinten. Einen Arsch-Hintergrund praktisch, ja. Und ich habe heute schon gesucht, ich war heute auf der Straße draußen, war da am See so entlang und habe nach Ärschen gesucht und ja, das schauen wir uns mal an. Die haben es wirklich schön gemacht, oder? Wir machen einmal die Woche die Show. Ja, für Arschkarton. Und die Show in dieser Woche, die heißt Sendung mit Arsch. Und wir bräuchten einen Arsch. Also jetzt so hinten auch nicht als Person, als Charaktereigenschaft, sondern einfach einen Arsch, den wir filmen könnten. Schutzmasken kannst du kaufen bei uns. Nein. Ja. Okay, dann morgen. Wir sehen uns morgen. Okay. Danke. Ciao. Danke, ciao. Sendung mit Arsch. Ja. Machen wir morgen. Und wir suchen Arsch, den wir filmen können. Arsch nicht als Charakter, sondern einfach. Ja. Brauchst du eine Schutzmaske? Nein. Ja, viel Erfolg. Kann ich dann später noch was draus vorlesen? Danke. Ja. Familienfest da. Richtiges Familienfest. Da findet man sicher jede Menge Ärsche. Also eine Show ab Zack, boom, online könnt ihr reinschauen. Und die nächste Sendung heißt Sendung mit Arsch. Cool. Ja. Wir suchen Ärsche, also nicht Charakter, sondern wir suchen Ärsche. Wir hoffen, wir finden einen. Also so, das hat jetzt nicht geklappt, oder? Wir sind am Domino spielen alle, aber Arsch will keiner sein. Ja? Okay. Jetzt machen wir uns an die Frauen ran, immer ein schwieriges Thema. Viel zu weit. Ja, ich glaube, ich habe dich schon gesehen. Ja, genau. Ja, und wir dachten, für die Woche brauchen wir einen Arsch. Ja. Okay. Da läuft gerade Ausstellung. Das ist just for reaction. Voll geil, ja? Also, das kann man so kaufen, das ist neu. Zeig bitte, ja. Man kann es auch so rundherum machen. Dann. Du gehst jetzt Scissor? Hast du eine Schere? Das ist ja Österreich. Ja, Englisch, German. Ja, also, er will auch nicht. Nein, er will auch nicht. Sorry. So.
Sorry, nicht, dass ihr glaubt, dass ich jetzt in den letzten 4 Wochen Alkoholiker geworden bin, aber das Desinfektionsmittel stinkt so. Wenn man in den Kunstraum geht, immer vorher eine Schutzmaske aufsetzen, weil, damit man sich nicht infiziert an der Kunst. Da hat es ja relativ viele Leute. Ja, aber es ist niemand gesund. Was hier, erst? No! Anonymous? Anonymously? We need one S. But you're gonna, after you're gonna make like a documentary where you're gonna show this drone? It's live on the... But good luck. Nice, you too. Thank you. Thank you. Yeah. Das war die Suche nach einem Arsch, aber wir haben noch nicht wirklich einen gefunden. Ihr könnt den hochladen, unten die Adresse eingeben, zackboom.online/Arsch und seid mitten dabei in der Sendung. Alle Beiträge werden mit 50 Franken belohnt, alle Beiträge, die gesendet werden. Also wir haben so eine begrenzte Sendezeit, das spart uns auch ein bisschen Budget. Und ihr geht mit eurem Beitrag dann, egal ob Kunst, Literatur, Arsch oder Kurator, geht mit uns allen gemeinsam an die Zypern-Biennale. Wir freuen uns schon. Und das ist unser Beitrag, die Sendung mit Arsch für die Zypern-Biennale dann im Oktober, Herbst irgendwann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich freue mich. Nächste Woche, 29. Mai, seid mit dabei, schaltet ein, zack, boom, online ab 19 Uhr. Und es gibt natürlich wie immer auch wieder eine audiovirale Impfung und DJ und andere Sachen audiovisueller Natur. Und es freut mich, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns nächste Woche. Adios. Die Gurke ist an und zwar. Ja, ich hoffe, dass man mich auch hört. Auf dich hört man auf jeden Fall. Godo, wo sitzt du gerade? Es ist ja dunkel bei dir. Ich bin in Guatemala, wie immer. Eigentlich bin ich immer in Guatemala. Das finde ich gut. In Berlin, aber eigentlich in Guatemala. Es ist auch wesentlich wärmer dort. Wo ist der Firmensitz von Jitsi? Hat mal jemand geguckt, wo der Firmensitz von Jitsi ist? Der Server, der ist sicher in Zypern. In Zypern, aber dann sind wir beide gerade zusammen auf Zypern. Ist das nicht toll? Ja, genau. Wir gehen ja, du hast das vielleicht mitgekriegt, wir wurden eingeladen von der Zypern-Biennale. Echt? Ja. Und alle Künstler, die bei uns auftreten, inklusive dir natürlich, gehen dann nach Zypern. Ich weiß noch nicht, ob wir gehen oder fliegen. Fliegen ist ja nicht so, ist ja ungesund, ja? Ja, so mit dem Boot rüberschippern wäre gut. Ich habe einen Segelschein. Das fände ich gut. Also kann man von Guatemala, kann man nach... Zypern segeln, oder? Das geht. Mit einem Hochseeschiff, klar, muss ein Millionär sein. So ein geiles Teil kaufen, so ein Katamaran, dann sind die Weltmeere frei. Darfst du auch nicht vergessen, Weltmeere sind ja internationale Gewässer. Das heißt, die einzigsten Gebiete, wo tatsächlich internationales Recht hier anerkannt wird. Gott, Leute, versucht mal nach Israel zu gehen, internationales Recht durchzudrücken, dass ihr Kulturaustausch in Palästina machen wollt, in der A-Zone. Da sitzt ihr für Wochen vor irgendwelchen Leuten mit Anzügen. Da sitzt du, so, ne? So wie jetzt hier, vor Leuten mit Anzügen und spielst denen vor und sagst dir, guck mal, ich bin kulturell und so. Internationales Recht gibt die Bohne. Du meinst, so kann man sich die Reise finanzieren? Auch finanzieren kann man viele Sachen. Es funktioniert man kann zum Beispiel immer noch, wenn man will, von Israel ein Schiff kartern und auf einer griechischen Insel ankommen, wenn man dafür Toiletten putzt und gut mit Leuten reden kann. Geht auch heute noch, ne? So diese alte Romantik, dass man irgendwo als Kajütenjunge anheuert. Ja klar, ja. Also wir sollten gleich ab morgen drüber nachdenken, wie wir die Anreise nach Zypern organisieren. Dann können wir nicht nur an der Biennale teilnehmen, sondern eben auch unseren Server besuchen. Der vielleicht dort steht. Ne? Ja, ich finde das gut. Guro, ist bei dir irgendwie finster oder hast du die Läden zu? Nee, bei mir ist eigentlich immer Nacht, hier in dem Raum hier. Ich habe ganz viele Lichter an und die Rollläden unten. Dafür sind die Lichter UV-Lampen. Also Sonnenlicht als Lampe, aber die Rollläden unten. Das ist so mein neues Ding, so wie der König von Bayern damals tagsüber geschlafen hat und nachts gearbeitet. Ne? Ja, andere schlafen den ganzen Tag über. Also das ist ja auch kein Kriterium.
Aber du hast ein paar Songs heute vorbereitet, die werden wir dann spielen, also du wirst sie spielen. Hm. Ist natürlich alles live. Ja? Ja, das sind so die alten Klimper-Lagerfeuer-Dinger. Gerade die, also wenn man so dieses Leben mag, ich meine, irgendwann hat man ja nicht mehr so viel Energie dafür. Aber aus der Gitarre leben und von seinem Talent, du musst halt singen können, du musst gut sein, dann geht's, aber dann hast du ein gutes Leben, dann kannst du dich eigentlich immer. Der Ostblock ist ein bisschen schwierig, die verstehen das Prinzip Straßenmusik nicht, aber alles, was Liberalismus getostet hat, mag eigentlich diesen Clown, der sich auf die Straße stellt und dafür belohnt wird. Funktioniert. Ja, sollen wir mal, spielen wir mal einen Song, spielen wir mal einen Song ein, also dass unser Publikum wartet ja wahrscheinlich schon drauf, also einfach mal den ersten Song zu hören. Muss ich hier mal kurz. Machen wir das. Es ist in der Zwischenzeit, möchte ich gleich mal den Anlass nutzen, um dir ganz offiziell und herzlich zu deinem heutigen Geburtstag zu gratulieren. Juhu! Ja, ich habe schon ein Glücksschwein. Tada! Ein Wahnsinn, ja, ein wunderbares Geschenk. Ich bin offiziell 80 geworden, also ich werde jedes Jahr offiziell 80. Ich bin praktisch ein 80-Jähriger, der ein Kind geblieben ist. Das ist eigentlich so das Beste, was man sein kann, oder? Das ist ein gutes Konzept. Ich bin jedes Jahr 70 Jahre tot. Auch gut, aber das ist sogar noch viel besser. Kennt ein anderes Thema, ja. Also, und los geht's. Godo Kohl, live. Welcome to something like Straßenmusik weisheitsbeladen im Wohnzimmer mit Godo Krull und am Ende finden wir des Phönix Asche oder so. Meeressalz, bunten Verzicht.
Ich habe meine Gurke angemacht. So, ja, man sieht mich ja ganz klein im Bild, irgendwie daneben links. Ja, das reicht auch völlig aus. Heute geht es um Godo Grull aus Guatemala. Aus Guatemala. Ich bin tatsächlich eingeladen nach Guatemala. Eigentlich könnte ich mich, ich bin so überall eingeladen, Mann. Ich könnte nach New York, nach Guatemala, nach hier und da, ne, und dann praktisch wieder so der Stricher sein. Jemand aushält. Würdest du das gerne sein, von jemand Reichem ausgehalten werden? Ist das ein Traum von dir? Man könnte ja überall sein. Ja. Man könnte heute ja überall sein. Ja. Wir sind ja auch hier praktisch, du weißt, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist, du weißt, wo ich bin. Diese Lokalität, ne? Den Arsch, wo man gerade eben hinsetzt. Gerade eben, wenn man ganz sind wir ja nicht da, wo unser Arsch sitzt, sondern wir sind in diesem neuen Raum, im Internet. Man ist immer gleichzeitig an verschiedenen Orten, das ist ja völlig klar. Das ist uns heute schon bewusst geworden, oder? Diese Gleichzeitigkeit, glaube ich. Also und ein Großteil der Menschheit auch in den letzten Monaten, also zumindest der westlichen Bevölkerung, so, die sich so internetmäßig jetzt austauschen können. Ich glaube, das war vielen vorher gar nicht bewusst. Wir leben natürlich seit Jahrzehnten also im virtuellen Raum. Wir sind schon halb verpixelt und digitalisiert. Also ja. Wir kennen ja gar keine andere Science-Form mehr. Ich habe Englisch gelernt, nicht durch die Schule, sondern durch Computerspiele. Ne? Also ich konnte dieses Grammatik- und Vokabelsystem, habe ich gehasst, da habe ich Wutkrämpfe bekommen. Aber Englisch habe ich gelernt wegen Teamspeak hier, irgendwie mit Koreanern. Was hast du gespielt? Was waren deine ersten Spiele? Warcraft 3, allerdings das Strategiespiel. Ne? Das ist so ein bisschen nerdiges Schach, nicht dieses... Also schon World of Warcraft, was gerade eben alle denken, wenn sie Warcraft hören. Schon auf Windows, schon auf PC-Systemen. Ja, klar. Am Anfang waren wir alle Zocker, da hatten wir unsere Spaceships, ne? Da haben wir noch LAN-Partys veranstaltet. Auch heute noch gucke ich mir gerne die ESL an, also diese E-Sports. Da bin ich richtig der Nerd, Mann. Macht mir richtig viel mehr Spaß als Fußball. Schachspiele gucken, Warcraft-Spiele gucken, Strategiespiele, ne? Gute, intelligente Strategie. Also du schaust die nur an? Ja, auch gerne. So wie andere Leute irgendwie sich, wenn sie halb depressiv sind, die Glotze einschalten und BVB gegen München reinziehen. Ja. Gucke ich mir irgendwie Magnus Carlsen gegen Caruana Caruana an oder so. Das ist ja ein eigenes Unterhaltungsgenre geworden, sich Spiele anzuschauen. Also nicht selber zu spielen, sondern die einfach anzuschauen. Twitch und so weiter. Wie cool fände ich das, wenn ich wirklich tatsächlich mal in Korea bei diesen Events, hast du schon gesehen, die sind halt wirklich, wenn man so auf moderne Lichtinstallationen steht, ist ja richtig geil. Das Ganze, dagegen ist die Bundesliga ein Witz, eine richtige Statue. Vielleicht haben die mehr Leute, aber von dem, was da reingesteckt wird und an Show geboten wird, richtig cool. Hast du eine Playstation? Nee, ich habe immer gezockt auf. Also wenn ich zocke es eigentlich nicht mehr. Ich bin mir zu blöd, dann bin ich mehr im Training. Ne? Ich gucke es mir gern an, aber wenn, dann auf Tastatur und Maus. Musikalisch, also aber... Schach spiele ich, ja. Schach spiele ich immer gern, jederzeit. Aber das sind auch die wenigen Männerfreundschaften, die ich noch unterhalte, sind Schachfreundschaften. Über das Schachspiel. Wo spielst du da? Auf... Bei meinem Kumpel in seinem Laden, der irgendwie Islam... Achso, schon physisch, nicht jetzt im Internet, ja? Also ansonsten auf Litches. Ja, also genau. Wenn ich von einer Party heimkomme, richtig brezelt ruf bin, schlafen will, aber nicht kann, ein Blitzschach, ne, auf dem Handy, so Routine, bis man irgendwie einschlummert. Ja. Und aber musikalisch spielst du auf der Gitarre und hast noch Effektgeräte dabei oder sowas, oder... Nö. Also wir haben die Idee war ja, dass ich wirklich so wie früher auf der Straße, hatte ich ja nicht mal Verstärker, so wie jetzt hier Gitarre und Gesang. Habe ich gerne gemacht. Gitarre ist für mich eher so wie der alte Barde. Ich bin Sänger und vor allem bin ich Texter, Songschreiber, Poet. Ne? Also ich habe erst Gedichte geschrieben, bevor ich Lieder gemacht habe. Und dann ist Gitarre halt das erste Begleitinstrument. Ich kann aber auch ein bisschen Klavier, ich kann auch ein bisschen Geige. Ich habe tatsächlich auch die klassische Ausbildung gemacht auf einem musischen Gymnasium. Meine Eltern haben mich in musikalische Früherziehung gesteckt. Etc. Ich bin halt so ein bisschen... Lied,
Form gibt es ja auch in der Poesie. Dieser, früher war ja auch Dichtung und Lied eigentlich dasselbe. Ne? Diese Trennung gab es ja gar nicht. Ja. Aber deswegen Gitarre, hast du das gelernt? Normale Begleitungen. Hast du das gelernt? Irgendwie so Noten lesen oder sowas? Oder hast du das ja, ich hatte Musik vierstündig. Ich war auf einem musikalischen Gymnasium. Das war für mich genauso wie Mathe. Ich habe irgendwie praktischen. Wir mussten, jeder Schüler, der Musikzug war, musste zwei Instrumente können, musste auf beiden regelmäßig vorspielen, musste im Chor singen. Wenn er sagen wollte, er ist Sänger, musste er das als zweites Instrument, also Solo vorsingen, genauso wie der andere das zweite Instrument vorspielen. Ich als Texter habe halt irgendwie, bin so akzeptiert worden, ich habe dann für die Scheiße, die ich vorgespielt habe und am Tag vorher geschrieben habe, ich eine Note besser bekommen, weil ich selber gemacht. Zu den Texten kommen wir nachher. Wir spielen jetzt den nächsten Song ein. Oh, von, das ist ein schöner Song. Von dir? Das ist jetzt alt, der gerade eben war am Ende, wo alles dunkel war und das war am Anfang, wo noch alles hell war. Wie heißt der nächste Song? Ganz romantisch, dich gesehen. Hier so schön durchnummeriert, 1, 2, 3. Das Lied habe ich mal geschrieben vor ziemlich langer Zeit, jetzt schon an Weihnachten vor einem brassenden Lagerfeuer. Sehr romantisches, sehr schönes Lied. Aber auch, wie schon versprochen, viel Weisheit damit. Ah, perfekt. Alles gut. Man schnüffeln kann. Und das Wunder, das bleibt und das Leben sich zeigt und ist das Gesehen. Und das Wunder, das bleibt und das Leben sich zeigt, ist der Rasen klar, hab den Abschluss gewählt und trotzdem ist frei. Und was am Ende noch bleibt, das Ganze sich zeigt, nur Ameisen und Sonne und Genick. Lass das Gehen mir eins da und schaff den Eisen an die Bar. Schaff die Kohle zu den Jungs an den Ecken. Steh dazwischen und ich sag mir, wär das nicht perfekt. Wenn am Ende doch nur der Abschaum verreckt. Doch ich hab es gesehen. Muss man das bleibt und das Leben so zeigt und ist das Gesehen. Das Wunder, das bleibt und das Leben so zeigt. Schau am Ende vom Block, trifft es reich und was sucht. Streckt die Hände zu dem Ende eurer Schlinge. Der Boden und fällt, Alfons Macht hilft kein Geld. Das ist am Ende nur der Abgrund eurer Zeit. Ich hab es gesehen. Das Wunder, das bleibt, wenn das Leben sich zeigt und ist. Ich hab es gesehen. Das Wunder, das bleibt, wenn das Leben sich zeigt. Steh da sonnenklar, hab den Abschuss gewählt und trotzdem bin ich frei. Und was am Ende noch bleibt, und das Ganze sich zeigt, ist doch nur Ameisen, Sonne. So, da sind wir wieder. Ja, Godot, der letzte Song. Wie war der Titel nochmal? Dich gesehen, da hatte ich noch Hoffnung und habe noch Augen aufgemacht für schöne Dinge außer mir selbst. Zu den Texten. Du schreibst ja alle Texte selber, nehme ich mal an. Ja? Um was geht's in deinen Liedern? Was ist dir wichtig? Puh, das ist mehr so ein... Während ich schreibe, weiß ich gar nicht, was ich tue. Ein halbes Jahr später ist es völlig klar.
Ich kann also den Psychologischen spielen und erklären, was da damals los war, aber im Endeffekt ist für mich eher der Moment wichtig, in dem ich es geschrieben habe. Irgendwie so ein Ausdruck von, wie es mir ging. Ich meine, das war eine Zeit, da bin ich morgens aufgestanden und raus, habe dann bis abends Mucke gespielt und dann abends wieder zurück eingeschlafen und am nächsten Tag wieder. Und ich fand das super, da hatte ich das neu entdeckt. Ne? Und es lief richtig gut. Ich habe 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro die Stunde gemacht. Ich dachte, wie geil ist das denn, Alter? Das war wie eine Erleuchtung für mich, wa? Ich dachte, die ganze Welt ist mir offen, das ist ja einfach, so nach dem Motto. Und dann saß ich da und dann guckt man sich so um, ne? Oh, was gibt's da? Und dann erkennt man natürlich auch Sachen. Und dann, ich habe dich gesehen und das Wunder, das bleibt und das Leben sich zeigt. Wenn es wieder geil läuft, ne? Oh, cool, da läuft wieder was. Und dann halt der Text außenrum, wo es so einfach die Realität beschreibt, wie die Jungs an den Ecken, wo die Leute ihr Geld hintragen, ne? Oder die Knarren, die sie an die Bar mitbringen, wo sie mit ihren Kumpels saufen. Sowas. Oder einfach nur die Leute, die vorbeilaufen im Abendverkehr und sich irgendeinen Scheiß einbilden oder was auch immer da Scheiße drauf sind oder sich gerade eben umbringen wollten und von dir gerettet werden wollen, weil sie denken, du bist der neue Messias, weil du gerade eben glücklich bist, weil sie sich scheiße fühlen oder so. Der ganze Kack. Aber trotzdem, da drin passieren dann manchmal kurze Momente, die plötzlich Wellen auslösen, die einen das andere Ende der Welt schicken. Machen sie auch. Ja. Also Momentaufnahmen. Momentaufnahmen aus dem Leben rausgerissen, in einen Song verpackt und dann wirfst du sie wieder rein auf die Straße im Prinzip, oder? Ja. Also vor allem die Songs, die ich heute spiele, sind auch ausgewählt in diesem Sinne, das ist wirklich persönliche Momentaufnahmen, die natürlich auch bei mir viel Prosa drin haben. Das Schöne ist auch das Sitzen und Schauen. Also es ist nicht nur aus innen heraus gejammert, sondern auch viel Beschreibungen und Bilder, die in der Außenwelt sind, die diese Situation umschreiben. Aber ich habe natürlich auch andere Texte, die systematischer geschrieben haben, mehr thematischen Inhalt haben, wenn man tatsächlich, wenn wir nachher das YouTube-Video von Phoenix Asche spielen mit meinen Kollegen auf Hipless und den Sachen, die ich jetzt mache mit einem Produzenten, ne? Da könnte ich dir richtig Themenkomplexe und begriffliche Komplexe erklären. Ich bin ja auch nicht nur Barde, sondern auch abstrakter Künstler und habe Philosophie studiert. Aber die Songs, die ich heute ausgesucht habe, sind wirklich die, die ich selber für mich gespielt habe, nachdem der Tag rum war und ich noch nicht gehen wollte, weil der Sound so geil war. Ne? Ja. Ja. Schreibst du deine Texte auf? Hast du sie vorher im Kopf oder schreibst du sie auf? Entwickelst du sie am Papier oder so? Oder wie gehst du vor? Ganz unterschiedlich. Wie? Meistens habe ich aber, was man so eine Regel bei mir ist, ist, dass ich am Anfang eine Harmonie, eine Kadenz oder mindestens sowas wie ein Vibe, also ein Gefühl habe. Ne? Und dann in diesen Raum hinein fange ich dann an mit improvisierten Texten, wo ich dann aber ganz schnell aber auch diese Line so sammeln will. Dann gar nicht schnell, oh, das will ich jetzt schnell aufschreiben. No. Wieder hau nicht ab, das war gerade gut. Und manchmal habe ich auch eine thematische Sache, die ein bisschen so in eine stilistische Richtung geht. Auch so richtig konstruktivistisch, das ist erst mit der Zusammenfassung anfangen, dann die Reimschemen setzen, nicht für die Didaktik, nee, das mache ich nicht, so kann ich auch gar nicht arbeiten. Ne? Also bei mir fängt, ich arbeite schon mit dem Intuitiven, gebe dann aber den Intuitiven Schliff. Intuitiv als die Basis, wo ich mein Material herbekomme und baue dann die Objekte, die mir da gefallen, zusammen und mache daraus dann Songs, die ich dann auch gerne spiele und wiederhole. Diese Songs sind ja auch nicht, da gibt es dann nicht unbedingt diesen Moment, wo ich sie geschrieben habe, sondern die habe ich auch gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Das heißt, die finden sich dann irgendwie auch so. Und spiegeln sich natürlich auch nämlich die, wo Erfolg haben, wo du merkst, boah, die bringen irgendwie coole Leute zu mir her und nicht nur irgendwie viel Geld oder bringen viel Geld oder so, ne? Die magst du dann auch, spielst du dann automatisch mehr, ne? Zum Beispiel fängst du dann auch immer morgens mit denen an, die viel Geld bringen. Und abends spielst du dann eher die, wo irgendwo du merkst, irgendwie, da treffe ich coole Mädels. Ich bin ja, ich hab auch Bühnenerfahrung, natürlich, ja. Also musikalisch jetzt, ja. Aber es war ein totales Fiasko. Also ich spiele ja gerne für mich so zu Hause am Klavier und so haue so ein paar Töne raus und mache auch Songs auf der Gitarre, aber ich kann ja nicht auftreten, ich kann das ja nicht. Ja? Deswegen habe ich immer so Respekt vor Leuten, die dann tatsächlich da spielen können. Als ich dann zum ersten Mal spielen wollte, ja, auf einer Bühne, habe ich mich durchgerungen, dann mich breitschlagen lassen. Ich bin ja immer mein eigener Chef, also das heißt, ich war der Bühnenleiter von der Show und habe dann gleichzeitig wollte ich einen Song spielen. Horror, ja, ich konnte mich an nichts mehr erinnern, keinen Text, keine Noten, nichts mehr, ja. Es ist natürlich immer viel Übung, also wahnsinnig, man muss ja das Berma 10.000 Mal spielen, oder? Ja, bei mir ist, ich habe so, mich hat man getötet, bevor ich nervös werden konnte. Ich war praktisch mit 14 schon auf dem Jugendzentrum am Bass und habe irgendwie die Corn-Dreads geschwenkt und am nächsten Tag wurde dann irgendwie in der Backnanger Kreiszeitung geschrieben, der Bass klingt wie eine vergammelte Currywurst im Tieftonmagen und am nächsten Tag haben die Mädels auf dem Markt gekichert, wo ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen bin. Das ist nicht mal nur positiv, ne? Also wenn du gar nicht aufgeregt bist, laberst du manchmal zu viel Scheiße, was auch ganz gut ist. Aber whatever, mir alles egal, Mädels.
Also Godot, heute Sendung mit Godot und freut uns, dass du mit dabei bist. Du wirst heute, wie alt bist du eigentlich heute geworden? 32 bin ich heute geworden. 42? Genau, 52 eigentlich. Nee, bin ich, meine ich, ja. Also so, wir haben ja so, ja genau, ja. Also, ja, praktisch ein Jahr vor Mauerfall und 4 Jahre vor Kurt Cobains Tod, war. 92 so ist Kurt Cobain gestorben, war. Kann man gut einordnen. Ja. Gut, es ist 20 Uhr und wir machen jetzt weiter mit unserer audioviralen Impfung. Und ich wechsle mal schnell die Kamera, dann könnt ihr mich zu Hause sehen. Godot, du siehst mich weiterhin. Und zwar heute audiovirale Impfung. Ich erkläre das jetzt dir, was das eigentlich ist. Ja? Das ist am einfachsten, weil unser Publikum zu Hause weiß das natürlich schon. Also audiovirale Impfungen, es geht darum, dass wir versuchen, jetzt heute schon die 5. Ausgabe, wir versuchen, Künstler einzuladen, Musiker und Künstler einzuladen, die sowohl visuell als auch viral, oder visuell, audiovisuell, viral, so eine Mischung, also praktisch aus ihren Labors oder in ihren Labors praktisch Musikstücke entwickeln, die audiovisuell viral sind und senden die dann. Wir haben also 4 Stücke, heute ist der 5. Beitrag bei uns zu Gast, Labcore nennt er sich, ja, und ja, in diesen audioviralen Impfungen geht es darum, dass sich unser Publikum so wie zurücklehnen soll für 20, 30 Minuten, je nachdem, so lange gehen die. Und es ist ein Heilmittel praktisch. Ja. Es ist ein Impfmittel, das unsere Künstler, Musiker versuchen zu entwickeln. Und es sind bisher, sagen zwar alle, dass sie gescheitert sind, aber es ist auch gar nicht so, weil während dem Konsum oder während dem man sich das reinzieht, ja, diese audiovirale Impfung, also es wurde noch niemand angesteckt oder auch sind auch keine anderen Nebenwirkungen bekannt. Impfung vollzieht sich immer, ist auch immer positiv, selbst wenn es nicht so auf sich anfühlt. Ne? Das ist so. Und heute bei uns zu Gast ist Labcore und in den nächsten 25 Minuten dürft ihr euch wieder zu Hause zurücklehnen, in eine bequeme Haltung begeben und versucht es richtig zu genießen. Es ist ein Allheilmittel und der Labcore hat also geschrieben, dass er es leider nicht geschafft hat. Er hat seine Aufnahme mit künstlicher Intelligenz produziert, einen sogenannten matschköpfigen musikalischen Agenten beauftragt, seinen Song zu übersetzen. Er schreibt, es ist gescheitert, aber wir wissen es natürlich nicht, bevor wir es nicht ausprobiert haben. Seine Vorgangsweise war folgende: Er hat Deep Learning Agenten umtrainiert, um eine Lösung zu finden, aber irgendwie haben sich die verselbstständigt und die haben gelernt, dass Realität nur durch Bewusstsein existiert. Und jetzt streben diese KI-Agenten also permanent danach und da musste er den Sound irgendwo abbrechen. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Also lehnt euch zurück, behaltet den Bildschirm im Auge und genießt die nächsten 25 Minuten audiovirale Impfung 5. Dann ist der Anfang, nicht das Ende. I'm
Thank you.
visualize the geometric object that Einstein spoke about as a block. Remember the tetrahedral, the building block fixes of reality I told you about? Now imagine the entire universe, everything, everything, in one frozen moment in time. Like a single frame in a movie. In this one frame, all of reality everywhere appears frozen in this one position. Let me give you an analogy. In a movie shot on 35mm film, there are 24 frames a second. There's no actual movement in a movie. There's just a sequence of frozen frames. Now remember how I told you about the Planck length of space, which is the smallest length possible? Well, there's also a Planck length of time, and it is much shorter than 24 frames a second. In fact, it's 10 to 44 times shorter than that. Okay, so not for a frozen frame of reality. The entire universe in one frozen moment. One frame. But instead of a frame in a movie, it's a frame in all of reality. Now, imagine the next one. Each frame is different from the previous one. Just like in a movie. See how all frames exist in Einstein's space-time all at once? Okay, here's where things get really weird. We assume that the past includes the future. That's how we appear to experience reality. But when you look at this block, why would one side be the past and one side be the future? Why go left to right and not right to left? Why can't the future influence the past? I take away the names past and future if that helps you think of this concept. So what if the past influences the future? Consciousness and the future influences the past? In an endless feedback, in fact, consciousness is. So then, consciousness is which part of the past is influencing which part of the future, and vice versa. And the answer is, all time is affecting all time. Consciousness is all the all time is affecting all time is affecting all time. All time is the map. until someone constructs within the formalism of quantum mechanics, and to serve
a model entity whose states correspond to a recognizable caricature of conscious awareness. Entity. Consciousness is. So, for the contract is basically talking about an entity, not necessarily a human being or as one, that is capable of generating information by observing and measuring. What would that conscious entity be? Well, we definitely know that consciousness exists in the universe, and at least it seems right. Is it affecting unconscious, conscious, not conscious? Is conscious confident?
Sorry.
La. Um einen Feuerball rast eine Kotkugel, auf der Damenseidenstrümpfe verkauft und Gauguins geschätzt werden. Ein fürwahr überaus betrüblicher Aspekt, der aber immerhin ein wenig unterschiedlich ist. Seidenstrümpfe können begriffen werden, Gauguins nicht. Die tausend Kleingehirnrasters im Beton, das der Observance, welche erregierten Bourgeois-Zeigefingern Phytonspalten servieren, opastoses Gepinkel. Um Geldflüsse zu lockern, haben diese halb Verwahrlosungen angerichtet, die noch heute manche Dame zu kurz kommen lassen. Man reflektiere 3 Minuten. Die Psychose schlecht behandelter Optik, klinisches Symptom, primär Unterschätzung der Damenseidenstrümpfe, sekundär Verdauungsbeschwerden. So, ja, und wir sind jetzt wieder live hier im Doc 18 bei mir zu Gast, Godo Grull in der Sendung mit Godo. Hallo Godo, again. Hören wir dich noch? Eigentlich wollte ich ja so eine Party-Tröte, Törö, aber ist mir leider hier von Mutter Erde nicht in den Schoß gefallen. Normalerweise passiert ja sowas, wenn ich morgens aufstehe und mir was wünsche, dann finde ich das auf den Straßen Berlins. Aber heute war es leider nicht so. Wie war dein Tag heute? Übliche rosa Brille, war? Ja, das sehe ich ja nicht. Ich bin ja farbenblind. Das ist eigentlich ganz gut. Dann kannst du irgendwie philosophische Diskussionen führen über invertierte Farbspektren und sagen, dass Grauwert nicht gleich Grauwert ist. Ich kenne nur den Hexcode, oder? So, also die 6 Buchstaben. Nur dadurch kann ich mich in der Welt der Farben orientieren. Super Art des Autismus, kann dich sicherlich CIA gebrauchen auf irgendeine Art. Ich habe ja, hab ja Kunst studiert und ich hatte immer dieses Farbenproblem. Ich musste malen und ich habe die Farben nicht gesehen. Ach, weißt du, bei den derzeitigen Kunstdozenten, die dann irgendwann mal selber sich ihren Kopf vermaschen lassen in den 60er Jahren, würde es mich nicht wundern, wenn die jedem einzelnen Studenten ein Farbenproblem einreden, weil sie denken, das hätte irgendeinen tiefen pädagogischen Zweck. Natürlich, natürlich. Ja, ich hab mich immer so durchgeschummelt, dann habe ich dann Farben, habe ich so getan, als ob ich kann nur Helligkeiten unterscheiden, habe aber kann Helligkeiten sehr viel mehr, also habe dann größeres Helligkeitenempfinden als andere Menschen, also so schön Schwarz-Weiß-Fotograf. Von den Abstufungen einer Farbe habe ich ich habe das mal getestet, ja, da kann ich habe ich mehr Abstufungen als ein durchschnittlicher Mensch, als ein durchschnittlicher Künstler, als ein durchschnittlicer Arschkünstler. Ein durchschnittlicher Arschkünstler. Weißt du, es gibt ja diese Diskussion über Kinästhetik, also kann man Musik in Malerei übersetzen, Malerei in Poesie, kann man Farben auf Töne übertragen oder Gefühle kann man das? Auf Gedanken, sowas. Ne? Ich glaube, mit unserem derzeitigen postmodernen Autismus, wo wir alle so idiosynkratisch sind, ist Kinästhetik schon der Alltag jeder menschlichen Begegnung, wo irgendwie zwei verschiedene, völlig verschiedene Begriffsebenen versuchen, sich anzugleichen. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, da bist du eher was Besonderes und was Tolles mit Schwarz-Weiß-Sicht. Es ist eine elende Frage. Eine elende Frage, so wie sämtliche anderen Kultur- oder Kunst-ästhetischen Fragen. Ja, es sind mir wirklich ein Gräuel, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt, wir sind ja unter uns. Ja. Egal. Jetzt, ich wollte dich noch fragen, hast du den Sound vorher gehört von unserer audioviralen Impfung, LabCorp? Am Ende ja, ich habe mir hat ja ein bisschen Pause gerade, was mir auch immer gefällt. Ich war 15 Minuten draußen, habe mir irgendwie ein Zigarettchen geraucht und am Ende habe ich so ein bisschen mitgeklimpert, also mich auch viral infizieren lassen. Im Moment, den die Realität noch hat, wenn deine eigenen Erklärungen scheitern. Das ist dann praktisch die harte Realität, die hereinbricht, der man sich nicht wehren kann, ne? In dem Sinne dann praktisch das Scheitern auch der Moment jeder Kunst. Ich meine, das Scheitern ist ein großes Thema, schon seit, weiß Gott,
die Amerikaner haben da auch die amerikanischen Poeten und Lyriker, wo ich jetzt natürlich wieder keine Namen habe in meinem Kopf voller Namen. Aber Scheitern und Kunst ist sehr stark miteinander verbunden. Und ich denke auch, selbst wenn er es nicht so bewusst sagt, wie ich es mir denke, ist seine Intuition, dass das eigentlich der Moment ist, der wichtig ist. Ja. Trotzdem angekommen, weil er es auch gesendet hat, ne? Also den anderen Text, den ich vorher vorgelesen habe, stammt aus der letzten Lockerung. Die letzte Lockerung von Walter Serner. Ich dachte, das passt irgendwie ganz gut. Jetzt wird immer überall wird gelockert. Das wird alles, also diese Bestimmungen werden gelockert. Das ist, glaube ich, damit gemeint. Ein Wahnsinn, ein Taumel, eine Euphorie der Lockerungen. Hier draußen habe ich wieder irgendwie die Promenade der frei sitzenden Kaffeetrinker und 10 Tische auf nächsten Platz, ne? Es wird alles gelockert jetzt, ja. Und derjenigen, der sich damit beschäftigt hat und also praktisch das Manifest des Dadaismus also mitbegründet hat, war Walter Serner. Und der hat ein Buch geschrieben, Der letzten Lockerung. Und wir dachten, dass wir da so eine Reihe machen. Es hat 70 praktisch Teile davon. Und das war der erste, den ich vorher vorgelesen habe. Wenn du willst, kann ich den zweiten auch vorlesen. Warum nicht? Soll ich das machen? Wenn er nicht zu lange ist? Nee, ist ganz kurz. Ist ganz super, kurz. Ich versuche das mal. Ich habe da so ein wunderschönes Bild im Hintergrund. Was dürfte das erste Gehirn, das auf den Globus geriet, getan haben? Vermutlich erstaunte es ob seiner Anwesenheit und wusste mit sich und dem schmutzigen Vehikel unter seinen Füßen nichts anzufangen. Inzwischen hat man sich an das Gehirn gewöhnt, indem man es so unwichtig nimmt, dass man es nicht einmal ignoriert. Aus sich einen Raster gemacht, zu unterst schwärzlicher Pole, zu oberst etwa Senatspräsident. Und aus der mit Unrecht zu beliebten Natur eine Kulisse für ein wahrhaftig sehr starkes Stück. Dieser zweifellos nicht sonderlich heroische Ausweg aus einem immer noch weidlich genug gewürdigten Dilemma ist zwar vollends reizlos geworden, seit er so absehbar ist, wie albern ist eine Personenwaage, aber eben deshalb sehr geeignet, gewisse Prozeduren vorzunehmen. Ja, das war aus der letzten Lockerung von Walter Serner. Das ist sehr schön. Wollen wir gleich weitergehen in den nächsten Song, wenn wir jetzt schon so nostalgisch Unbedingt. Sind? Ja, ich will dich ja nicht nerven mit meinen Eitelkeiten da. Ja, lass aber laufen. Das mussten wir noch bringen. Und wir spielen jetzt den nächsten Song von Godot Grull. Bei uns heute zu Gast Godot Grull aus Guatemala. Der Song war der einzige Song auf Deutsch, den ich geschrieben habe in Australien, mitten in der Wüste. So einem Roadhouse vor Alice Springs mit so ein paar anderen Biker-Hippies. Wunderschönen Sonnenauf- und Untergang. Freunde, Liebe und
Werte, alles aus Segen, Sturm der Zeit, Hohn des Leids, gelobtes Heim. Weiß, was wir das verstehen. Und alles, was bleibt, ein bisschen Heiterkeit, das Ende der Zeit. Ich seh die Lichter scheinen, Sterne im Nebel, durch mich gleiten, mir zum Rachen, gute Zeiten, Feuer für die Einsamkeiten. Über Weggefährten, Freunde, Liebe und große alles ist Segen, Sturm der Zeit, gelobtes Heim. Über Weggefährten, Freunde, Liebe, große Werte. Alles ist Segen, Sturm der Zeit, uns Leid, gelobtes Heim. Ja, wir sind hier live aus dem Dock 18. Bei uns zu Gast heute Godo Grull aus, ja, sagen wir mal, Guatemala. Und Godo hat heute auch Geburtstag und deswegen haben wir für ihn ein kleines Geburtstagsgeschenk vorbereitet. Ich zeig's mal da. Und zwar ist das ein USB-Stick mit 4 GB Daten drauf. Und zwar, es steht auch drauf, 111 Selbstversuche, eine Edition aus dem Dock 18 mit Hunderten von Selbstversuchen von Menschen aus den letzten 10 Jahren. Und das würden wir dir gerne schenken. Geil, danke, nehme ich sehr gerne an. Fallstudien. Ja, genau, das ist so der Hardware und das kann ich dir schicken, du kannst auch runterladen, aber nee, ich schicke es dir lieber, weil das ist ja so eine Edition. Gibt nur 111 Stück davon. Ihr könnt das zu Hause auch bestellen bei Dock18.ch. Aber als Geschenk im Wert von 111 Franken natürlich, ja. Krass, crazy, ja. Videos, Musik, Texte etc. und bla bla. Auch aus einer Zeit, als es die Selfies noch nicht gab. Ja. Also es war vor den Selfies noch, ja, so praktisch so. Da haben wir begonnen mit den Selbstversuchen. Und ich blende jetzt mal zu dir, Moment. Und ja, da ist er, Godo. Aloha. Du musst ja jetzt selber applaudieren. Nee, das geht nicht, ja. Ich applaudiere also, mir. Wir könnten... Edel, ne, so, nicht so lumpig. Ja. Das macht ja nur der Lump. So die feinen Leute, die klatschen hier. So. Gerne lade ich dich natürlich auch ein zu einem Selbstversuch für unsere Reihe der Fachgruppe Selbstversuch, findet man auch auf Facebook an. Also gerne lade ich dich ein, auch einen Selbstversuch zu gestalten. Und ich nehme mal an, dass... deine Songs von heute ja auch so in die Richtung gehen. Ist das Ganze, ist das Ganze ein Selbstversuch? Machst du das für dich oder machst du das für die Welt? Nee, ich mache gar nichts für mich. Das ist alles, also es kommt von außen und dann nehme ich das und also ich kann es auch nicht ablehnen. Oder ich schreibe es wirklich nach außen. Das ist auch wirklich so der Unterschied. Ne? Den mache ich strikt irgendwie. In dem Moment, wo du anfängst, nicht mehr für dich selber zu schreiben, bist du kein Student mehr, sondern tatsächlich arbeitender Künstler. Und das ist auch ein kategorischer Unterschied. Das kannst du auch unterscheiden. Aber da bin ich vielleicht nörglerisch. Nee, ich schreibe nicht für mich selber. Wenn du nur aus dem Inneren, also in diesem Sinne, für dich selber arbeitest, fängst du an, dich zu wiederholen und du wirst trivial. Ich möchte affektieren, so wie jede Kunst affektieren will. Meine ganze Gestik, mein Arschloch sein, die Art, wie ich die Noten verzerre. Und ins Halbatonale dreht, das ist alles gewollt und gemacht und entstanden. Ist natürlich nicht so, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr keine Künstler seid, ne? Aber ich kann mich ja auch nicht trennen von meiner Figur. Ich fühle mich gerade eben auch eher als Godo Grull, als den Namen, den meine Mutter mir gegeben hat. Ne? Das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, wie immer am Ende, aber ja, das war eine Antwort. Also würdest du deine Praxis als künstlerische Praxis als Arbeit definieren? Es war lange Überleben und jetzt seit kurzem ist es endlich Arbeit, ja. Das, was wir heute sehen, ist ja ein Ausschnitt aus der Zeit, wo es noch Überleben war.
Ich hoffe, dass Leute sich das gerne auch erst später dann mal einen Namen googeln, Gordo Grull, und auch zusammen gerne mit Hipples, meinem Kollegen in Jerusalem, mit dem ich jetzt arbeite, den ich auch noch aus der Zeit vorher habe, also mit dem habe ich gehungert und gedurstet, und zwar ernsthaft, in Wüsten, ne? Nicht nur metaphorisch. Mit dem arbeite ich jetzt und es ist besser, da geht einfach auf YouTube oder iTunes oder Spotify oder Napster, welche Plattform auch immer, Gordo Grull featuring Hipples. Tolle Eigens, ich glaube, es sind 8, 9 Sachen jetzt. Inzwischen kriegen wir jetzt auch richtig Interesse von Produzenten. Eigentlich wollten wir ja schon eine Schallplatte rausbringen vor der Saison. Also die Festival-Saison ist jetzt vorbei, ne? Aber weil jetzt wegen Corona ist es alles eingebrochen, haben auch die Labels die Releases vorher abgesagt, weil du es nicht vertreiben kannst. Und die sind jetzt auch langsam aufgetaucht, so ein bisschen aus dem Schlaf. Und dann möchtest du tatsächlich auch noch mehr mit uns arbeiten, als einfach nur eine Schallplatte zu pressen, was super ist, ne? Also ich freue mich auf die erste Platte von dir. Ich habe ja, ich suche sie mal, ich habe gestern eine Platte geschenkt gekriegt, muss ich dir zeigen. Hm. Sag mal was in der Zwischenzeit. Hallo, die neue Platte von wird jetzt hier gleich. Machen wir ein bisschen Schleichwerbung, oder? Schleichwerbung ist immer gut. Dada Global. Dada Global war bei uns, ja. Ist natürlich Budel. Budel. Die Platte heißt Budel. War bei uns am Mittwoch zu Gast und hat da live gespielt und erklärt, wie er Dada Total? Musik macht. Wie? Wie heißen die? Dada Total? Dada Global. Dada Global. Dada Global, noch besser. Ich grüße Dada Global. Meldet euch bei mir. Ich habe den ganzen deutschen Expressionismus studiert. Dadaisten, ja. Eu Allee. Ja. 20. Die 20. Jahre haben wir jetzt ja wieder. Ne? Es ist ja schon wieder 100 Jahre vorbei. Warum nicht wiederholen? Sehr cool. Wir spielen jetzt, oder du spielst, ja. Du spielst den nächsten Song. Und, ja, den letzten jetzt. Ich spiele zwei Songs. Einen, der am reduziertesten und am stärksten noch auf Weisheitsgetexte geht. Und dann am Ende mache ich zum ersten Mal live mal, und übrigens, weil dieses Jahr abgesagt wurde, den ersten Song aus dem neuen Projekt Phoenix Asche akustisch. Der Text ist tatsächlich, auch wenn es natürlich gut froh nicht so ist, aber vielleicht der einzige, wo ich so manchmal denke, dass es ein bisschen was Politisches hat. Und dann spiele ich euch zum ersten Mal live Phoenix Asche, der erste Song mit meinem derzeitigen, jetzigen, aktuellen Projekt, zusammen mit Hitlers, meinem Kollegen und Geliebten. Aber erst nochmal. Tiefe Weisheiten. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Und die Struktur der Struktur. In einer Welt, wo alles hält, es zerfällt, Stolz, Kraft ist, Mächt ist, es hält. Ein Stein auf dem anderen, darf nichts wandern, darf nichts leben, es ist bewegen, es ist erheben, eine Illusion. Am Ende ist alles doch nur das Spiel zum großen Sinn. Überbau, der Überschau, es ist ein Augenblick. Strahlen und Einsamkeit und Gedanken. Es ist schwank und gern bewegen. Jeder Einzelne ist seine eigene Welt. Jeder begreift es, jeder beweist es. Nichts zerreißt es, bleibt allein stehen. Argumentiert es unbewindt. In einer Welt, wo alles schnell sich verhält, leicht höhnisch und fröhlich sich verstellt. Ist der Tag zu schnell und Abgang, darf nächst Takt haben. Darf nichts klar sein, nichts erreicht,
zum Vergleich mit einem selbst. Am Ende ist alles doch nur das Spiel zum großen Sinn, vom Überbau der Drüberschau. Du hast den Augen weg und alles bestrahlt mit Einsamkeit. Kann gern bewegen. Jeder Einzelne ist seine eigene Welt. Jeder greift es, jeder beweist es, es zerreißt es, bleibt in deinem Weg, argumentiert es oben. Schon tief, ich liebe diese Zeiten, auch zum Himmel strömt Sonnenlicht, das alles nichts als Eigenheiten der alten Weltphilosophie. Sophies Welt und Nietzsches Zukunftsweihe, heute alles unsere Nostalgie. Bei uns heute zu Gast Godo Krull. Das alles nichts als Eigenheiten der alten Weltphilosophie. Ja, ich kann ja Fragen stellen, und du antwortest einfach im... Genau, habe ich mir schon gedacht. Ich habe die ganze Zeit keine doofen Fragen beantwortet. Mag ich eigentlich doofe Fragen ganz gern. Du hast keine doofen Fragen beantwortet?
Nö, sonst muss ich eigentlich immer ganz gerne. Leute stellen mir gerne doofe Fragen Ja, ich und gucken weiß, dann, was er jetzt. Das, ich weiß, ich stelle dir keine doofen Fragen, das kann ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Selbstvertrauen ist gut. Nee, kann ich nicht. Es ist natürlich so, dass ich mir selber diese Videos da überhaupt gar nicht anschauen kann. Das ist natürlich so, oder? Würde ich mich selber sehen im Fernsehen oder da im YouTube? Oh, sehr, sehr viele hassen sich dann selber, würde ich's wenn hassen. Sie mir zuschauen. Ich bewundere, ich bewundere alle, die da zuschauen können, ja? Die das, das ertragen können, das bewundere ich. Das ist immer so ein zweiter Moment, ne? Also viele Leute sehen mich das erste Mal, kommen gar nicht drauf klar, rennen weg wie Wiesel und fragen sich dann nachher, warum bin ich eigentlich weggerannt, ne? Sonst renne ich doch vor nichts weg. Und dann kommen sie so zwei, drei Tage wie so verdutzte Hühnchen an und fragen, was es da zu finden gibt. Du, ja, es ist genau so. Ich frage mich natürlich ständig, wieso mache ich das, ja? Aber wir haben jetzt gesagt, dass, okay, wir können jetzt nicht veranstalten, also starten wir da so ein Online-Projekt und so, ja? Wir haben das früher gemacht, ja? So mit Radio ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du nur Ton hast, ja? Jetzt musst du immer schauen, auf das Bild auch noch schauen und so, ja, das ist eklig. Ja, geht total mir genauso. Eklig. Ich mag dieses Ding hier irgendwie in diesem Profil davor sitzen. Ich sitze gerne auf einer Bühne mit einem vollen schönen Saal, aber dieses allein in diesen Zellen mit hier irgendwie Licht. Ich muss mich schon auf der Bühne schminken, jetzt muss ich mir noch mehr schminken, weil es mehr eine Aufnahme ist, weißt du? Ja, es ist so eine Komplexität, die dazu kommt. Es sind 24 Bilder pro Sekunde und da kann ja nur alles schief gehen. Es ist so. Und ich bin halt auch überhaupt gar nicht der Tontechniker, ne? Also ich nehme halt, ich weiß, wie ich ein geiles Qualitätsmaterial aufnehme, aber das sende ich dann weiter und alles, was gedreht wird oder damit gemacht wird, ne, machen dann andere Leute für mich. Ja. Ich habe das geilste Mikro, die zwei geilsten Mikros, die geilsten Vorverstärker, also die beste Soundkarte, aber mischen nichts, gar nichts. So. Ich kann so ein bisschen, weil ich halt über Schultern schaue, ne? Aber selber machen habe ich das nie getan. Und hier muss ja alles sein, Mann. Ein bisschen Videoregisseur, Mischer. Ja klar, ja. Vielleicht wäre das was für den Stefan, der da unten sitzt, weil der Studio aufbauen wird in der nächsten Zeit, das sehe ich gerade. Also ein anderes Thema, könnt ihr euch nachher gleich nochmal unterhalten im Chat. Mhm. Bei uns geht es ja jetzt gleich weiter, es ist 21 Uhr mit Susie Board. Susie ja, Board bei uns. Ich gleich die rosa-rote Brille runter und bin wieder das stumme Arschloch, das sein Geburtstag genießt. Jetzt noch stumm, aber bald nicht mehr. Oh yeah. Also Guto, ich danke dir. Es war ein sehr netter Abend. Ja. Und du schickst alle Daten und so weiter, inklusive Honorarnote, natürlich großes Honorar. Eine fette riesengroß, Rechnung wie immer, Digga. Plus Adresse für die Selbstversuche schicken wir dir zu. Wir sehen uns dann irgendwo auf hoher See wahrscheinlich, auf dem Weg nach Zypern. Oh, da freue ich mich drauf. Ernsthaft. Gerne. Godo Krull bei uns zu Gast in der Sendung mit Godo. Ohne ihn hätte es nicht funktioniert heute. Alles Gute zum Geburtstag und danke. Adieu nach Guatemala. Adieu nach Zürich. Zürich in die Hauptstadt des Liberalismus, wo wir alle sind ganz privat. Ich mache jetzt Penisaufnahmen. Ja, und bei uns geht es jetzt weiter in wenigen Sekunden. Es kann sich nur mehr um Sekunden handeln. Mit Susie Board, die im Hintergrund schon bereit sind und schon alles aufgebaut haben. Und sie spielen heute live bei uns für euch zu Hause. Ihr könnt da jetzt dranbleiben. Und in wenigen Sekunden geht's los. Ich versuche das umzuschalten. Ach ja, genau. Ich wollte vorher noch darauf hinweisen, dass ihr auf Zack, Bumm. .online/Arsch könnt ihr also noch Beiträge eingeben, online, einfach hochladen oder per WeTransfer.com schicken. Wir suchen Videos und zwar zur nächsten Sendung mit Arsch am nächsten Freitag. Wir suchen Kunstwerke, wir suchen Arschgalerie, wir gründen eine Arschgalerie und so weiter. Ihr werdet sehen, es macht riesen Spaß und hat auch einen technisch-psychologisch-philosophischen Hintergrund. Aber jetzt geht's weiter mit Susie Board. Ich glaube, so ungefähr 100 Minuten spielen wir, oder so, ja? Ungefähr 100 Minuten Susie Board live aus dem Dock 18.